Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Sonne scheint, wir haben traumhaftes Wetter hier gerade in Köln. So sieht's hier gerade aus. Also wenn das natural ist, nice. Für uns heißt es jetzt, wir fahren erstmal zum Friseur, zum lieben Bora in die Bonsai Hair Lounge. Der liebe Steve braucht unbedingt einen neuen Haarschnitt. Wollen wir mal den Bora fragen, was sind eigentlich momentane Trends? Ja, ich will mir jetzt hier nicht so einen Irokese schneiden lassen oder so. Würde ich ganz gut finden. Bart mal färben oder so. Ich habe die ja wachsen lassen. Schaut mal, so lang sind meine Haare momentan. Bald kann ich mir auch wieder so ein Man-Bun machen. Lass uns los, Steve. Gebt dem Video, wenn dieses Video 5000 Likes bekommt, dann macht Marc den No-Nut-November. Sehr wahrscheinlich weiß er nicht, was das heißt, aber Leute, sprengt mal den Like-Button, weil das schafft er nämlich nicht. Bedeutet No-Nut, Digga. Übersetzt dir doch mal No-Nut-November. Ja, keine Wir Nüsse. Wir haben doch Cashews und so da. Ja, deswegen. Man so. Muss auf Nüsse verzichten. Ach, das ist was mit Masturbieren zu tun? Kennst du das nicht? Ehrlich nicht, ne? Also das ist so ein weltweites Ding, ne? Kurz eine ehrliche Ansage. Mhm. Corona-Thematik, habe ich alles für Verständnis. Solange ihr mir aber den Pornhub-Scheiß nicht abschaltet, sind wir alle Freunde. Aber wenn das passieren sollte, dann bin selbst ich auf der Straße. Hat das was damit zu tun, Stevie? Ja, das hat auch, glaube ich, so einen positiven Hintergrund. Null und so. Hintergrund. Nein, nein. Hintergrund ist mir jetzt scheiße, ey. Ja, nein, ich meine, das ist so wie so eine Aufmerksamkeit mache für Hodenkrebs und so. Das ist wieder ein ernstes Thema. Tatsächlich öfters mal einen Ultraschall gemacht, um das checken zu lassen. Kann ich nur empfehlen. Geht mal zum Urologen, ultra unangenehm, hat man keinen Bock drauf. Aber jetzt mal Real Talk, ich habe es wirklich locker schon zweimal in meinem Leben gemacht. Einfach so zur Sicherheit, man weiß nie, gucken die kurz rum, geht relativ schnell, weil Vorbeuge ist gut. Jetzt mal hier, um da wirklich auch mal ernst zu sein, übrigens Schlafzimmer exklusiv, schneller ein. Ganz hier. Schnell hier. Hier ist no nut. Was ist... Stefan, ja, komm. Du filmst doch schief wie mein Arschloch, Alter. Ja, egal. Das Hör auf, so schief das zu muss filmen. Real sein. Hör auf, so schief zu Ein richtiges Profi-Frühstück. Was willst du sehen? Zeig jetzt. Wen denn? Deine Mutter. Hier, Steve. Vorsicht. Unterm Arm durchgeschmuggelt hier. Das sind deine Arsch, so einen schwarzen hast du, ne? Schwarz, wie schade. Wie geht's, Jungs? Alles verletzt? Sieht das hier so mega gut aus auf einmal? Das liegt an den Frauen. Geht's dir? Ich hab leider meine rechte Hand verstaucht. Was hast du gemacht? Alles gut? Gegen Boxautomaten gehauen. Echt? Ja. Guck mal, Leute. Der feine Herr wird jetzt hier sogar von Fritz Kohler gesponsert. Das ist die Skyline der Welt da hinten. Mit einem Batman-Zeichen Bonsai. Ah, geil, Mann. Hier unten waren auch noch. Sag mal ehrlich, über Heineken-Sponsoring hätte ich mich mehr gefreut, ne? Normalerweise ja. Also, Stevie, ihr wirst so richtig massiv. Was ist das denn für ein Service? Geil. Da erwartet aber keiner was. Ist das jetzt bei euch Standard, dass man hier sogar eine geile Nackenmassage bekommt? Ja. Da bleibt jeder gierig, ne? Da ist er noch, Freunde. Ja, klar, ist ja da. Da ist er noch, Digga. Wenn die Leute auch vorbeikommen wollen hier bei Bora, wisst ihr Bescheid. So, was geht hier bei Stevie ab? Was wird gemacht? So, wir machen einen klassischen Fade Cut. Definitiv. Oben da so ein bisschen Kontur reinbringen. Und wenn wir das schon von der Länge minimal nur kürzen, ein bisschen ausfransen, dass der Look auch ein bisschen crazy halt aussieht, ne? Ah, passt doch zu seinem Bart. Er lässt den Bart wachsen seit einem Jahr. Ja? Ja. Okay. Da ist das. Hab ich sauber gemacht? Also zwei, dreimal war ich mal so beim Barber. Und die Seiten zum Beispiel ein bisschen kürzer, so, weil irgendwann waren die halt so. Aber ja, bei mir bringt es halt nicht so viel. Also wirklich seit 17. Januar bis jetzt. Bei mir fehlen halt hier an den Seiten halt viele Stellen so, ne? Aber ja, mal gucken. Ja, da. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, egal wie es aussieht. So. Übrigens, Leute, für alle, die aus dem Raum NRW kommen, Köln, wie auch immer, und Bock haben, mal einen Haarschnitt von Bora zu bekommen, auf meinen Nacken, auf Boras Nacken, schreibt mir gerne eine Direct Message bei Instagram. Wir drehen nämlich demnächst wieder ein paar neue Videos und sind auch auf der Suche nach Leuten, die einfach Bock haben, ein bisschen Typveränderungen, Veränderungen allgemein, vielleicht auch die Schwanzlänge ein bisschen ab. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Wie gesagt, geht auf unseren Nacken, wir filmen das Ganze, machen ein paar coole Videos. Gibt es gerade irgendeinen Corona-Trend oder so? Corona-Frisur? Außer wachsen lassen vielleicht? Wachsen lassen. Ist so, ne? Der Corona-Trend ist wirklich, dass die Leute die Haare kürzer schneiden, weil die Angst haben, dass sie wieder schließen. Ne? Ja. Das ist echt, die hatten vorher 3 mm, jetzt wollen die eigentlich, dass du die Haut auch mitnimmst. Komm, dann mach bei Steve auch die Haut weg, da stand doch. Hol mal den Gillette-Rasierer raus jetzt.
Er ist zufrieden. Wieder fresh. Man sieht sein Lachen. Ja. So, Haare sind geschnitten. Steve sieht wieder richtig gut aus. Man fühlt sich einfach direkt besser, ist so. Leute, ich sag's euch, Bora, bester Mann, da ist er nochmal hier. Jetzt auch mal ohne Maske endlich mal zu sehen. Yes. Wir checken mal den neuen Laden ab, denn es gibt hier auch einen neuen Laden direkt um die Ecke. Friesenwall ist das Ganze nämlich in Köln auch sowieso alles verlinkt unten in der Infobox. Die Friseure haben noch offen, also checkt es ab, Leute. Jetzt kommt das Geilste. Rückenmassage. Die Kur einwirken kann, haben wir so Wärmelampen. Krass. Nur schöne Massage mit dabei. Ich würde hier nur noch herkommen zum Haare waschen. Also es sieht schon sehr gemütlich aus. Das ist einfach mit so einer Massagefunktion. Ne? Ja, Eggy. Ich glaube, ich bleib hier, Digga. Wollte gerade sagen. Macht dir noch einen schönen Tag. Gyms haben eh zu, was habe ich zu tun? Ne? Ja, sieht sehr, sehr nice aus. Das sieht auch so geil aus, Alter. Und das haben wir alles in einem Monat. Ne? Alles rausgerissen, neu gemacht. Das sieht nochmal verewigt. So hässlich wie ich hat hier noch nie jemand seinen Namen rangeschrieben. Geil. Klein, aber dezent, weißt du? Man muss auch wissen, wie man sich zu positionieren hat, ey. Aber wirklich, diese Kindergartenschrift ist auch. Man sieht direkt so, hier ist ein Hauptschüler auf dieser Wand. Da ist er, Digga. Was gerade mittlerweile wieder zu Hause. An dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön nochmal an Bora. Leute, supportet, unterstützt auf jeden Fall die Leute, die jetzt gerade noch die Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Es ist einfach schwierige Zeit. Deshalb ist alles verlinkt unten in der Infobox, wenn ihr Bock habt, zum Friseur zu gehen. Mit Abstand, mit Maske, haltet alles ein, selbstverständlich. Aber auch hier, ja, müssen wir auf jeden Fall zusammenhalten und versuchen natürlich, so gut es geht, den einen oder anderen mit zu unterstützen und zu supporten. Ja, ich bin für mich selber am Überlegen, wann ich denn jetzt wirklich mir die Haare wieder abschneide. Also ich muss auf jeden Fall noch warten, bis ich wenigstens so einen richtigen Man-Bun machen kann. Was kann man noch sagen? Wir waren heute noch joggen, das erste Mal wieder joggen nach sehr, sehr langer Zeit. Ich habe gerade Hanteln bestellt, leider an die falsche Adresse. Wirklich, manchmal, also wenn ihr mal Stevie fragt, dann soll der euch mal so ein paar private Stories über mich erzählen. Zum Scheißen zu dumm, kann man auch wirklich manchmal so sagen. Ich weiß auch nicht, was da wieder schiefgelaufen ist. Hanteln wurde bestellt. Was ist das denn für eine Nummer? Bitte kurz die Frisur, weil die ist wirklich echt, echt nice, dass man es nochmal einmal sieht. Digga, das kommt richtig. Wenn du jetzt den Bart noch on fleek machst, ohne Witz, das hat Stil. Also wenn das natural ist, nice. Haare so ein bisschen blondiert. Fade Cut, geil. Ja, wirklich, muss ich auch sagen, ist momentan so meine Lieblingsfrisur. Ein schön fadey, kann man machen. Fake. Grüße gehen raus an meine Nachbarin. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.